Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Sandra Rose Fröhlich. Ich freue mich, dass ihr heute zuhört bei dem Thema, wodurch kann eine Gewichtszunahme begünstigt werden? Also wie kann es sein, dass das Gewicht ansteigt? Als erstes ist es so, wenn wir was essen, das kennen ganz viele, zum Beispiel die Kohlenhydrate verzehren, wird aus den Kohlenhydraten wie Kartoffel, Reis, Nudeln, aber auch Chips, Schokolade, Süßigkeiten, Süßgetränke, alles, was Kohlenhydrate sind, lässt den Blutzucker ansteigen und dieser erhöhte Zucker kann dann vom Körper zu Fett umgewandelt werden. Wenn wir Stressbelastungen haben, das ist ein zweiter Punkt, wird Adrenalin und Cortisol produziert vom Körper. Das lässt auch den Blutzucker ansteigen. Das weiß man heute zum Beispiel bei Diabetespatienten, sehen wir das auch immer wieder mit den Geräten, dass der Zucker ansteigt und dieser erhöhte Blutzucker, der ist, wird auch gerne zu Körperfett umgewandelt. Medikamente, also neurologische Medikamente oder Patienten, die Cortison bekommen, da lassen die Medikamente auch den Blutzucker ansteigen und die erhöhen das Gewicht auch. Bei den neurologischen Medikamenten sind es zum Beispiel die Antidepressiva. Krankheiten gehören Schmerzen zum Beispiel auch immer wieder dazu, dass es den Blutzucker ansteigen lässt. Das ist ganz einfach zu erklären, indem wir unter Schmerzen der Körper Stress hat und damit sozusagen die Adrenalin- und Cortisol-Kaskade losgeht und eben der Blutzucker hochgeht und dass zu viel Blutzucker auch von der Leber nachher verstoffwechselt wird zu Körperfett. An Krankheiten sind aber auch bekannt, zum Beispiel Schilddrüse oder eine veränderte Ausschüttung an Insulin, die sogenannte Insulinresistenz und auch andere Hormonveränderungen, gerade auch männliche Hormone zum Beispiel, die bei Frauen produziert werden, zum Beispiel zu hoch sind, können dazu führen, dass eben der Blutzucker sich verändert und dadurch vermehrt Körperfett aufgebaut wird. Also es gibt mehrere Gründe, die dazu führen, dass der Blutzucker steigt. Es ist immer so, dass bei Krankheiten, Schmerzen eben immer die Stresskaskade hochgeht und in diesem Zusammenhang einfach Körperfett entstehen kann. Das heißt, viele Patienten, und das nochmal auch als wichtigen Punkt der Gewichtszunahme, wer nichts isst, da lässt die Leber immer den Zucker ansteigen. Das heißt als Notfallsituation und dann wird auch immer Körperfett aufgebaut. Also es gibt ganz viele Gründe, die dazu führen, dass eine Gewichtszunahme begünstigt wird. Vielen Dank für euer Zuhören. Schaut einfach mal in die weiteren Podcasts auf YouTube, auf Insta. Wer bei TikTok unterwegs ist, auch gerne dort. Wir freuen uns über ein Abo, lasst ein Like da. Lieben Dank, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss.